Also loslassen verstehe ich nicht, wie das gehen soll. Ich bin daran auch gescheitert, ehrlich gesagt. Deswegen sitze ich hier. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ich hab echt versucht, loszulassen. Ich habe so einen, naja, langen Weg hinter mir. Und deshalb, ich habe so lange, ich kann das sogar. Viele können das auch. Also in der Meditation oder in einem Retreat oder im Satsang. Ja, da kann ich dann loslassen. Aber so wie ich draußen konfrontiert bin mit dem, oh, verlassen werde oder irgendwas hochkommt, da, es hat nicht funktioniert, kann ich jetzt einfach sagen. Ich bin ehrlich gesagt am Loslassen gescheitert. Jetzt würde ich so beschreiben: Loslassen heißt, ich fühle das, soweit so gut, und dann schicke ich es ins Nichts. Und das kann es nicht sein. Ich würde es nicht Das ist wissen. eigentlich das Gegenteil von Es ist annehmen, oder? eigentlich das Gegenteil, ja. Und auch Gefühle hochholen, um sie loszulassen, halte ich für ein, eigentlich, ich möchte sagen, ja, einen Verrat an dieser inneren Gefühlslage, die nie gelandet ist. Also hochholen und dann nicht loslassen, sondern integrieren. Damit ist man es auch los im Sinne von ewige Qual. Also es passiert ja was. Loslassen übrigens hält einen auch in der Schleife, denn das muss ich immer wieder tun. Bei jeder neuen Verletzung muss ich ja wieder loslassen. Damit wirst du nicht fertig. Ja. Denn loslassen ist nicht integrieren, genau. Also mir kam das immer wie so ein Mentalkonzept oder so ein Mentalpflaster irgendwie. Das ähnlich wie, was weiß ich, irgendwelche Meridiane tappen oder so, das funktioniert ja auch, aber das ist ein nettes Pflaster vielleicht, aber es erfordert jede Menge mentale Energie. Und eins würde ich loslassen, fällt mir dabei auf. Oder ein. Genau. Ich würde loslassen die Gedanken. Das Denken. Ja, das ist ja auch ganz Also, das ist, einfach. ja, denn das hilft wirklich nicht weiter. Also wenn die mulmige Gefühlslage aus der Kindheit aufsteigt und ich finde mich in meinem Erwachsenenleben irgendwie in dieser mulmigen Gefühlslage vor, dann geht es sofort los. Oh mein Gott, wie schaffe ich das und das? Wie soll das werden morgen? Und überhaupt die Finanzen und mein Partner und die Gesundheit. Da hat jeder seins, ja. Und dann geht es drr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